In diesem Video möchte ich mir die Schaltung vom ersten Tag noch mal ein bisschen genauer anschauen und mal ein paar Spannungen messen mit einem Multimeter. Dafür stelle ich das Multimeter in den Messbereich, in dem es Spannung misst, und zwar Gleichspannung. Und die kann man jetzt mit diesen beiden Klemmen hier messen. Und das erste, was ich mal messen möchte, ist die Spannung von den Batterien, nämlich einzeln. Also messe ich mal an der ersten Batterie. Die hat ungefähr 1,3 Volt, wie man sieht. Die zweite Batterie liegt genau andersrum drin, deswegen muss ich die Anschlüsse vertauschen. Die hat ungefähr 1,5 Volt und die letzte Batterie hat auch ungefähr 1,3 Volt. So, jetzt kann man diese Spannung zusammenrechnen. 1,3 und 1,3 sind 2,6 und nochmal 1,5 dazu sind ungefähr 4,1 Volt. Und diese 4,1 Volt müsste man jetzt auch als Gesamtspannung hier messen, da aber hier alles isoliert ist. Habe ich mir mal noch ein paar kurze Kabel besorgt, an denen ich messen kann. Die stecke ich mal genau da rein, wo die Batterie angeschlossen ist. Und hier unten dieses schwarze Kabel, das ist ja die Masse, der Minusanschluss, an dem messe ich jetzt. Und dieses rote Kabel hier, das ist der Plusanschluss von der Batterie. Und wenn man daran misst, sieht man, dass wir tatsächlich insgesamt auf ungefähr 4,1 Volt kommen. So, und die Frage ist, die Batterie ist jetzt angeschlossen, also 4,1 Volt liegen an der Schaltung an, aber die LED leuchtet nicht. Wo gehen denn jetzt diese 4,1 Volt hin? Wir können ja mal die Spannung über der LED messen. Das kriege ich jetzt so mit den Anschlussklemmen auch hin. Also gehe ich mal direkt an das eine Bein ran von der LED und an das andere Bein, und dann sieht man, an der LED ist jetzt keine Spannung da. Zumindest so lange, wie die LED ausgeschaltet ist. Wenn ich jetzt mal versuche, nebenbei den Knopf zu drücken, dann sieht man, wenn die LED leuchtet, wenn der Schalter eingeschaltet ist, dann haben wir über der LED Spannung, ungefähr 3,3 Volt. Kann man sich überlegen, wo geht die andere Spannung hin? Ja, die Spannung an den Batterien wird ein bisschen zusammenbrechen, außerdem diese ganzen Steckkontakte hier. Da gibt es auch immer jeweils ein bisschen Spannungsabfall. So, aber wenn die LED ausgeschaltet ist, gibt es keinen Spannungsabfall über der LED. Wo geht jetzt diese Spannung hin? Und die Spannung, die geht auf den Schalter. Die fällt über dem Schalter ab. Und um das jetzt zu messen, stecke ich nochmal ein Kabel auf die eine Seite des Schalters. Der Schalter verbindet ja diese Klemme dann hier, diesen Anschluss mit der Reihe hier oben. Und deswegen stecke ich das andere Kabel mal noch hier oben in den rein. So, und dann sieht man, wenn die Kabel nicht so verheddert sind, das ist ja das klassische Problem bei solchen Messungen, dann sieht man wunderbar, dass, wenn ich jetzt mal versuche, die Spannung über dem Schalter zu messen, dass da Spannung über dem Schalter abfällt, wenn die LED ausgeschaltet ist, aber dass jetzt auch die LED so ein ganz bisschen anfängt zu leuchten, wenn ich das messe. Nämlich fließt jetzt einfach Strom an dem Schalter vorbei durch das Multimeter. Das hat nämlich natürlich auch einen Innenwiderstand. Und der bringt jetzt die LED so ein ganz bisschen zum Leuchten. Und deshalb kann man gar nicht so wirklich messen, wie viel Spannung über dem Schalter abfällt, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Weil das Multimeter dafür nicht hochohmig genug ist, würden wir sagen. Das hat schon zu wenig Widerstand. So, das ist mal eine einfache Spannungsmessung mit dem Multimeter an dieser Schaltung. Mehr wollte ich in diesem Video gar nicht zeigen.